Jeden Tag sind 3 Millionen Österreicher auf Facebook aktiv. Natürlich ist Facebook auch ein Ort, an dem viel über Politik geredet wird und wo die Parteien Stimmung machen wollen. Wir haben uns im Digitalreport angeschaut, wie wird Politik auf Facebook gemacht. Wir haben Millionen von Daten analysiert und 3 Erkenntnisse sind ganz interessant. Sie zeigen, dass Facebook nicht unbedingt ein Spiegel unserer Gesellschaft ist, sondern teils ein Zerspiegel. Ein Beispiel: Viele von uns verfolgen politische Debatten auf Facebook, lesen, was Leute bei Politikern posten. Uns hat interessiert, sind das viele oder wenige, die sich dort zu Wort melden? Und wir sahen, dass insgesamt eine Minderheit die Debatte dominiert. Von den Postings, von den Kommentaren, die die Parteien und ihre Spitzenkandidaten erhalten, stammen 73% aller Kommentare nur von 20% der Usern. Also einfach gesagt, eine Minderheit verfasst die meisten Kommentare, die allermeisten User posten gar nichts oder nur einmal. Und das ist wichtig, denn es zeigt, auf Facebook hört man meistens weniger und die allermeisten hört man gar nicht oder selten. Die zweite große Erkenntnis ist, dass auch politische Machtverhältnisse auf Facebook nicht die Realität widerspiegeln. Wir haben uns den Zeitverlauf angesehen und wir sahen, jahrelang hat die FPÖ dominiert. Sie ist auch noch heute ganz vorne, wenn es um die Zahl der Likes, der Kommentare und Shares geht. Aber mittlerweile ist Wettbewerb dazugekommen, speziell Sebastian Kurz von der ÖVP und Christian Kern von der SPÖ sind auch sichtbar in der Zahl der Likes, im Erfolg, den sie dort ernten. Aber natürlich ist das nicht die Realität. Ginge es nach den Facebook-Zahlen, wäre die FPÖ die mächtigste Partei in Österreich. Das ist nicht, was die Realität zum Beispiel der Wahlergebnisse zeigt. Drittens, Facebook ist schwer einzuschätzen. Wir wissen nicht, ist der Erfolg von Parteien wirklich der reale Erfolg? Also sind die so populär? Oder haben vielleicht manche Parteien, wie schon die Übersicht zeigte, bessere Zahlen, weil sie mehr auf Facebook einzahlen? Es ist möglich, dass eine Partei mehr Likes bekommt, weil sie mehr Geld in Facebook-Werbung steckt, dann mehr Menschen eingeblendet wird und dementsprechend auch mehr Likes bekommt. Was solche Datenauswertungen nie verraten können, ist, wie viel Geld stecken die Parteien in die Sichtbarkeit auf Facebook? Ist der Erfolg organisch, also quasi real, echt? Oder ist der Erfolg auch mit Werbung zusätzlich gehypt? Sind vielleicht kleine Parteien auch deswegen weniger erfolgreich, weil sie weniger Geld in Facebook-Werbung stecken? Solche Fragen werfen die aktuellen Zahlen auf. Wir wissen es nicht. Man könnte durchaus die Frage aufstellen, sollten die Parteien transparent machen, wie viel Geld sie in Facebook-Werbung stecken? All diese 3 Erkenntnisse kann man so zusammenfassen. Facebook ist ungeheuer wichtig für die politische Debatte. Auf Facebook versuchen die Parteien, ihren Erfolg auch zu vermitteln, Bürger anzusprechen. Aber wenn ich als normaler User Tausende von Likes sehe, sollte ich das nicht unbedingt als die Meinung des Volkes interpretieren. Es kann sein, dass eine Minderheit gerade besonders laut postet oder es kann sein, dass eine Partei vielleicht auch viel Geld in Facebook-Werbung gesteckt hat. Einfach gesagt, ich glaube, es ist gut, dass es soziale Medien gibt, wo man sich austauschen kann, aber man sollte die Zahlen, die man dort liest, nicht für bare Münze nehmen, sondern auch hinterfragen, ob vielleicht manchmal nur ein Ausschnitt der Bevölkerung da sichtbar wird oder ob vielleicht Parteien online erfolgreicher sind als offline.